Hallo und schönen guten Tag. Kennen Sie das auch? Sie sind zum Kino verabredet, haben es aber nicht mehr geschafft, vorher noch was zu essen. Und dann sitzen Sie im dunklen Zuschauerraum und die Schauspieler auf der Leinwand futtern die ganze Zeit irgendwelche Leckereien. Und Ihr Magen knurrt und hört gar nicht mehr auf damit. Das soll Ihnen beim köstlichen Kino nicht passieren können. Das ist eine Kooperation zwischen den Hofköchen und der Murnau Stiftung. Und wie das Ganze funktioniert, das testen wir heute mit Ihnen im Selbstversuch. Herr Holderit von den Hofköchen und Herr Ross von der Murnau Stiftung. Hallo. Köstliches Kino, wie sind Sie eigentlich auf diese Kooperationsidee gekommen? Die Idee, zu guten Filmen Essen zu machen, das passende Essen dazu und das auch direkt im Kino zu servieren, die hatte ich schon relativ lange mit mir rumgetragen. Und witzigerweise habe ich irgendwann den Wolfgang Ross getroffen, der die gleiche Idee hatte. Und so könnten wir das jetzt umsetzen. Es hat sich so ergeben, ne, dass die Hofköche einfach schon ansässig waren und jetzt nach fast dem 9. Jahr das Haus steht und wir hier Kino betreiben. Und so kam unsere Idee dann, war perfekt. Ne? Wir hatten die Räumlichkeiten, wir hatten die Möglichkeiten als Stiftung. Und und dann haben wir uns mit den Ideen einfach nur zusammengeworfen und hat, wie er schon sagte, einfach ein bisschen gedauert, bis es dann wirklich umgesetzt wurde. Aber jetzt ist es einfach großartig und wird gut angenommen. Diesmal ist das Thema Schnitzel auf dem Programm und das ist ja eine ziemlich schweinische Angelegenheit, wie wir hier sehen. Wer macht denn diese wunderbaren Dekos? Ich mache mir Gedanken, was der Film so hergeben kann oder in diesem Fall ist es so, dass, weil wir ja nicht in Wien sind, dass das Schwein naheliegend war und kein Kalb, deswegen habe ich lauter Schweinchen irgendwie gesammelt. Und habe das versucht mit Holland, wie man hoffentlich merkt und sieht, zu verbinden, weil dieser Film nämlich, also es ist eine holländische Produktion, der spielt auch in Holland und ist eine Multikulti-Geschichte, also ist für alle was dabei und sehr witzig auch. Schnitzelparadies heißt der Film und er spielt auch in einem sogenannten Schnitzelparadies. Es gibt noch ein etwas derberen Ausdruck für solche Läden. Ich weiß, dass sich viele Leute hier angemeldet haben, weil sie sagen, sie haben Lust auf Schnitzel zu essen. Ich könnte mir vorstellen, dass der ein oder andere nach diesem Film gesagt, ich esse nicht mehr außer Haus, weil da geht es schon ziemlich wüst zu. Aber natürlich, wir haben ein paar wirklich verschiedene Sorten Schnitzel und ansonsten noch eine Mischung aus holländischem und marokkanischem Essen, weil der Hauptdarsteller Marokkaner ist und das Spiel, das ist auch für die Geschichte ganz wichtig. Ja. Gibt es denn auch tatsächlich genug Filme, die sich dafür eignen? Also es gibt da ganz, ganz viel, wo wir hoffentlich noch ganz lange von zehren können und kochen können wir sowieso und Ideen haben wir auch mehr als genug. Zehren ist das richtige Stichwort. Wir gucken uns das jetzt mal an und testen das. Das köstliche Kino beginnt also schon vor der Vorstellung mit ein paar Snacks. Das sieht alles sehr lecker aus, mit einer holländischen Zwiebelsuppe, mit einem Gemüse- und Käsetellerchen auf Brot und einem besonders gewürzten Popcorn. Das soll nämlich dann schon einstimmen. Oink, oink, jede Menge Schweinkram hier heute Abend, denn das Schwein stand ja im Mittelpunkt des Abends beim Schnitzelparadies. Schöne Erfahrung, auch hinterher mit den Zuschauern zusammen über die Filme, die man sieht, diskutieren zu können bei dem leckeren Essen der Hofköche. Man kann das übrigens, Weihnachten naht ja, auch als Gutschein verschenken. Das Ganze kostet 39 Euro. Tickets gibt es hier zu den Öffnungszeiten bei der Murnau Stiftung oder bei den Hofköchen unter www.diehofköche.de. Bis zum nächsten Selbstversuch. Tschüss und auf Wiedersehen. Hoch über den Wolken, selbst unten in der Erde, überall ist Sonnenschein. Den besten Service und wirklich faire Preisen werden wir Ihr guter Energieanbieter sein. ESWE. Darauf können Sie sich verlassen. ESWE. Komm.